Von ihm wird es abhängen, ob die Premiere des neuen Programms gelingt. Essen, Berliner Platz. Hier schlägt der berühmte Zirkus Roncalli in Kürze seine Zelte auf. Noch ähnelt der Platz einer Müllkippe. Betriebsleiter Patrick Philadelphia ärgert sich über das Schneckentempo der städtischen Reinigung. Ach, die Stadt hat doch mehr Angestellte als ein. Toll. Heute jagt ein Termin den nächsten. Zuerst trifft sich Patrick Philadelphia mit der Feuerwehr Essen und der städtischen Bauaufsicht zu einer Vorbesprechung. Wir bauen jetzt so zwei Areals. Einmal das Areal Zirkus, da sind natürlich auch ein paar Wagen. Und dann oberhalb stellen wir dann die ganzen Wohnwagen der Artisten ab. Ja. Ne? Der Haupteingangsbereich ist hier vorne. Hier vorne. Ist hier vorne. Ich sehe da kein Problem. Wichtig ist nur, dass sie nicht nur die Zufahrt zum Zelt freilassen, sondern auch eben zu ihren eigenen Wohnwagen. Ja, ja. Also hier ist in dem Sinne, der Platz ist groß genug. Das ist häufig ein Problem, also insofern. Gut, alles klar. Dann Feuerwehr und Bauaufsicht haben nichts zu beanstanden. Der Aufbau kann beginnen. Die Arbeiter verteilen die 1,50 Meter langen Stahlanker genau dort, wo später die Außenhülle des riesigen Zirkuszelts stehen soll. Nach und nach werden die Männer insgesamt 8 Kilometer Stromkabel verlegen. Jetzt spülen sie den Wasseranschluss frei und versehen ihn mit Standrohren. Die Infrastruktur der kleinen Zirkusstadt entsteht. Zeit für ein Feedback an die Zirkusdirektion. Läuft soweit alles. Das einzige Negative ist, dass der Zug aus Jülich noch nicht angekommen ist, weil der Lokführer krank ist und angeblich hat ganz Köln nur einen Lokführer. Also das ist auch bescheuert, oder? Das kann nicht wahr sein, oder? Bahnverladerampe Wanne-Eickel, 20 Kilometer von Essen entfernt. Hier soll die Roncalli-Ausrüstung ankommen. Doch schon seit Stunden wartet Lademeister Stephen Jones auf die dringend benötigten Zirkuswagen. Genau, den Zug brauchen wir dringend. Da müssen wir halt eben warten, bis er kommt. Da muss nichts dran ändern. Das ist halt die Deutsche Bahn. Zeitgleich am Zeltplatz. Ein Spezialist untersucht das Gelände mit einem Metalldetektor auf unterirdische Rohre. Zeltmeister Paolo Ive sondiert die Lage. Ja, jetzt, wo ist die Rohre? Sie muss mir sagen, wo liegen die Rohre. Damit das Zelt stabil steht, müssen die Zirkusarbeiter insgesamt 300 massive Stahlanker zum Spannen der Zeltkonstruktion in den Boden rammen. Paolo markiert exakt die Stellen, an denen seine Leute auf keinen Fall bohren und hämmern dürfen, denn dort verlaufen unterirdische Wasserleitungen. Die vier Zeltmasten aus Jülich sind in der Zwischenzeit per LKW in Essen angekommen. Sie bestehen aus zwei Steckteilen und sind 16 Meter lang. Doch noch immer fehlen die Sturmstangen. Ohne sie kann der Zeltaufbau nicht weitergehen. Normalerweise sind alle Wagen zusammen auf einen Zug. Da wir das jetzt gesplittet haben, ist das jetzt in Logistik natürlich ein bisschen schwierig gewesen. Aber das ist dann auch nicht unsere Schuld, weil die Bahn, so wie heute Morgen, Lokführer nicht da oder krank. Also da muss man dann versuchen zu improvisieren. Verladebahnhof Wanne-Eickel. Der Bahn gelingt es doch noch, einen ersten Teil der Roncalli-Ausrüstung zu liefern. Allerdings nicht die dringend benötigten Wagen mit den Sturmstangen und den anderen Teilen, ohne die der Zeltaufbau stockt. Die Lademannschaft macht nun Tempo und versucht, die verlorene Zeit wieder aufzuholen. Aber das hohe Tempo hat seinen Preis. Stephen Jones' Männer ramponieren ausgerechnet den historischen Werkstattwagen. Wahrscheinlich ist die Bordwand hängen geblieben. Manche Bordwände durch den Fahren gehen rein und dann bleibt sie hängen. Aber ist nicht so wild. Das machen wir warm und machen es wieder gerade. Mittlerweile sind auch die Zugmaschinen angekommen. Achim, Olli, theoretisch gesehen, der jüdische Zug kommt nicht vor 12 Uhr. Dann nehmt den Duschwagen schon mal mit. Alle können den Duschwagen nehmen. Bürowagen könnte schon weg und die Kasse war leicht schon. Kasse steht da, Büro ist da vorne. Nimm ich Kasse. Nimm die Kasse. Nimm die Kasse. Haut rein. Jetzt kommt es darauf an, die Wagen zum Zeltplatz zu bringen, die dort zuerst benötigt werden. Der reibungslose Aufbau der kleinen Zirkusstadt steht und fällt mit der Anlieferung des Equipments in der richtigen Reihenfolge.
Drei Zugmaschinen stehen zur Verfügung, um 80 alte Zirkuswagen durch 20 Kilometer hektischen Ruhrgebietsverkehr zu lotsen. Reine Nervensache. Mit der Reihenfolge, in der Lademeister Stephen Jones die Wagen losgeschickt hat, ist die Crew am Zeltplatz allerdings nicht einverstanden. Er sagt, es ist nicht zu fahren drüben. Warum, ist schon fertig? Die Zuhe ist schon abgeladen? Die Zuhe abgeladen? Also als wir weggefahren sind, war er noch nicht fertig. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ja, aber er sagt, ja, wir sollen die Zaunwagen. Ich sage, ich brauche die Zaunwagen nicht. Dann sollen sie mir lieber die Garderoben bringen. Ja. Weil dann müssen morgen früh die Garderoben angeklemmt werden am Wasser. Ich kann auch nichts dran machen. Ich werde das untereinander. Ja, aber was wartet er denn? Patrick Philadelphia, die rechte Hand des Direktors, klärt nun mit Lademeister Stephen Jones noch einmal die gewünschte Reihenfolge der Wagen ab. Okay. Ja, Hauptsache, es tut sich da was. Auf dem Zeltplatz hat die Crew die 16 Meter hohen Hauptmasten des Zelts in der Zwischenzeit zusammengesteckt und mit extrem belastbaren Stahlseilen miteinander verbunden. Eine schwere Zugmaschine mit 330 PS stellt die Konstruktion nun mittels eines ausgeklügelten Flaschenzugsystems auf. Alle 30 Zirkusarbeiter vor Ort helfen bei dieser komplizierten Aufgabe zusammen. Mit Greifzügen spannen die Männer die Konstruktion mit 16 mm starken Stahlseilen nach allen Seiten. Lethargie in Wanne-Eickel. Ich habe mein Sonnenöl vergessen. Die Männer haben den ersten Zug längst entladen. Jetzt ist wieder Warten angesagt. Stephen Jones entschließt sich zu handeln. Sein Ziel, ein Bahnwärterhäuschen. Jones will herausfinden, wann endlich mit dem nächsten Zug zu rechnen ist. Moin, moin. Die Lok ist kaputt in Grimbeck. Also wir vorher zwei hier nicht auftauchen. Ist ja dann aufgelöst, ist abgebüscht. Und bis wir die Wagen gestellt haben, bevor 3 Uhr werden. Vorher können wir leider nichts machen. Wenn der Lok kaputt ist, ist er kaputt. Kommt nichts mehr genau. Der Lademeister informiert seinen Boss über den Stand der Dinge. Ja, voraussichtliche Ankunft der Jülicher Zug ist um 3 Uhr heute Nachmittag. Ja, sag ich doch, aber angeblich ist die Lok kaputt. Dass du den heute aber noch abladen kannst, ist wichtig, ne? Also ich schicke jetzt einfach die Abteile erstmal runter. Weißt du, was für mich auch ganz gut ist, wenn die Schneiderei und sowas kommen, weil wenn das nämlich hier, bald auch die Garderobenwagen, wenn nicht zu fahren ist. Maurizio, die Schneiderei mitnehmen! Ja, ist egal. Der Zeltplatz in Essen. Immer mehr Wagen treffen ein. Eigentlich sollte das Hauptzelt schon stehen. Denn ohne das Zelt als Orientierungshilfe hat die Roncalli-Crew Schwierigkeiten, die Zirkuswagen richtig zu stellen. Fahr vor, ist schief. Gut. Zu mir und zurück. Weiter. Gut. Hast du das Maßband da? Vorne, stimmt ja gar nicht. Jetzt sind wir hier 2 Stunden am Rummachen. Also die ganze Kasse muss wesentlich mehr rein. Richtig, aber der Wagen schließt doch mit der Fassade ab. Ungefähr hier muss der Wagen jetzt hin. Ach so, du stellst den Balkonwagen neben das Zelt. Nee, du stellst es ja da. Ist ja immer so. Ja, aber er steht nicht in der Flucht vor dem Zelt. Er steht immer versetzt vorne. Ja. Yeah. Naja, wenn das Zelt ist, steht der Balkonwagen hier. Ja. Yeah. Dann muss hier die Kasse so. So, die Ecke, aber die Ecke. Ja. Das Problem ist das, wo stellt man die Kasse am günstigsten hin? Da drüben wäre gut, geht aber nicht. Wenn die Leute an der Kasse stehen, stehen die alle vor der Einfahrt zum Parkplatz. Geht nicht. Also lieber die Kasse auf diese Seite. Jetzt haben wir das Problem, wohin machen wir den Kaffeeeingang? Kaffeeeingang muss eigentlich auch sichtbar sein. Jetzt sind wir eine Stunde schon rumdiskutieren. Der muss so ein Stück nach da. Während Patrick Philadelphia noch die ankommenden Zirkuswagen positioniert, bereiten die Arbeiter die Zeltkuppel schon für den Aufbau vor.
Aber noch immer ist Philadelphia mit der Reihenfolge der eintreffenden Wagen nicht zufrieden. Lademeister Jones soll umdisponieren. Ja, ich bin's. Wo bist du? Toll, toll. Das ist eine gute Arbeitseinstellung. Pass auf. Hast du den Zug jetzt abgeladen oder nicht? Ja, pass auf. Dann brauchen wir unbedingt den kleinen Zeltwagen hier. Okay, ciao. Ja, ja, mach ich. Wir sind alle weg jetzt. Ciao. Ja, jetzt schicken Sie die Wagen, die wir dann noch wichtiger brauchen als die einen Wohnwagen. Die sind aber jetzt aber fertig mit dem Abladen. Und warten eben auf den Zug aus Jülich. Aber die scheinen sich da gut gehen zu lassen. Die liegen alle am Pennen. Ich habe ein Nickerchen gemacht, ja. Mein Mittagsschläfchen. Es passiert ja nichts. Ich kann ja meine Schuhe wieder zumachen dann. Ah, jetzt müssen wir andere Wagen schicken. Am Zeltplatz in Essen schuften die Männer weiter. Hallo, gehen wir zwei Gruppen machen. Sechs Haushilfe bei mir, sechs Haushilfe bei Rainer Bergmann. Die Roncalli-Crew spekuliert auf das baldige Eintreffen der Sturmstangen. Noch macht sich ihr Fehlen nicht bemerkbar. Erst wenn die Arbeiter das Zelt an den Hauptmasten ganz hochgezogen haben, kommen die Stangen zum Einsatz. Sie geben der Konstruktion die richtige Spannung und machen das Zirkuszelt sturmfest. Zeltmeister Paolo treibt seine Männer an. Nee, da mach du runter, am Seil. Komm, weiter. Noch während Paolos Männer Kuppel und Zelt für das Hochziehen vorbereiten, müssen die Beleuchter um Mike Romanski das Showlicht in die Metallkonstruktion hängen und verkabeln. Ja, wenn wir was falsch gemacht haben, müssen wir da hochgehen oder es wieder wechseln. Das dauert natürlich oben länger, als wie es unten geht. Romanski muss sich beeilen, denn Paolo will das Zelt bald hochziehen. Laderampe Wanne-Eickel. Endlich fährt der ersehnte Zug ein. Endlich. Saisonbeginn für den Zirkus Roncalli. Das Material für den Zeltaufbau kommt nach und nach am ersten Spielort in Essen an. Doch schon gibt es ein Problem. Ein Installateur soll helfen. Der Küchenwagen ist defekt, es läuft kein Wasser. Keine Mahlzeiten für die hungrige Roncalli-Crew. Das wäre eine Katastrophe. Diagnose des Installateurs, geplatzte Leitungen. Er muss die Boiler austauschen. Hast du gleich zwei neue mitgebracht? Ja, ja. Ich habe vier mit. Ich habe vier mitgebracht. Zwei 10 und zwei 5. Aber was ist denn? Ist innen drin die Patrone im Arsch oder was? Nee, das sind Plastikbehälter. Wer ist das denn? Kann man die Plastikbehälter nicht irgendwie wechseln? Nee, ne? Scheiße. Zwei neue Boiler und die Versorgung der Roncalli-Crew ist gesichert. Vor dem Zeltaufbau müssen die Arbeiter die Zeltplanen gründlich schrubben, aber die Besen fehlen. Die haben die Besen unter die Kellergasse. Falsch verbunden. Ah, Entschuldigung. Nein, Entschuldigung, warum ich habe alle zu Hause und alle. Entschuldigung. Okay, tschüss. Ich habe die Mutter vor Olli angerufen. Ja, sagt der Mutter, ruf die nochmal an, wir sind in Essen. Sonst kommt die ins Winterquartier mit den Besen. Paolo erreicht doch noch seinen Kollegen Olli und bestellt die Besen. Nimm du die 68er, die Ballettwagen. Warum da unten ist die Besen? Wo bist du, schon am Bahnhof? Noch nicht ganz. Okay, aber nimm du gleich die erste Tour das. Okay, ciao. Ich habe rufe deine Mami. Ja, warum ich habe falsch geguckt? Die bringt jetzt auch ein paar. Ich sage, Olli, nimm du dann. Und sie sagen, nein, aber ich bin nicht der Olli. Ich sage, wer bin sie dann? Okay, ciao. Die 2,5 Tonnen schwere Zeltplane liegt zum Hochziehen bereit. Zirkusmitarbeiter Rainer Bergmann richtet das Roncalli-Schild aus. Rechts ist gut, links! Hey, rechts ist gut! Links noch! Und? Du bist zu hoch! Zu hoch?
Lass ein bisschen runter. Lass ein bisschen runter. Inzwischen sind auch die Besen angekommen und die Männer können die Zeltplanen von außen und innen reinigen. Mit vereinten Kräften ziehen die Arbeiter das Zelt hoch und stellen die Stützen für die Wand auf. Ah ja, warte mal, ihr Fehler. Warte mal. Fehlerstange. Warum bist du gekommen, da diese Weiße war zu früh? Komm, zieh runter, geh mal. Komm, mach du fest. Mach du fest. Komm, runter, runter, runter. Roncalli, das steht auch für Liebe zum Detail. Zwei rote Stützen nebeneinander, undenkbar. Zeltmeister Paolo bemerkt den Fehler gerade noch rechtzeitig. Denn wenn das Zelt erst einmal richtig steht, lässt sich so ein Makel kaum mehr korrigieren. Gleichzeitig stellen die Männer die lange vermissten Sturmstangen auf. Ohne diese Eisenstangen wäre das Zirkuszelt nicht richtig stabil. Weiter! Jetzt kommt Papa, geh mal weg hier. Eins, ja. Zwei, hopp! Eins, zwei, hopp! Mit reiner Muskelkraft wuchten die Männer die 14 Sturmstangen in ihre exakte Position. Das ist umso anstrengender, weil die Stangen für dieses Zelt zu lang sind. Der Grund: In dieser Saison kommt eine Tribünenkonstruktion mit mehr Sitzplätzen zum Einsatz. Auch der Aufbau der Tribüne ist pure Schufterei. Die Sturmstangen müssen bei der Sitzeinrichtung auf eine gewisse Position gezogen werden. Und diese Position ist doch relativ hoch. Und dann gibt es halt am Zelt jetzt so gewisse Beulen. Normalerweise sollte das geradlinig sein. Aber durch diese 20 cm oder 30 cm, wo man das halt höher hat ziehen müssen, sieht man jetzt da so ein bisschen die Beulen da. Ist nicht so ganz perfekt, wie es eigentlich sein sollte. Eine besonders große Herausforderung: das Aufstellen der Wagen mit den Nummern 1 und 2. Jetzt musst du aber dann noch gerade machen und musst ein bisschen zurück. Ja? Die beiden außerordentlich langen Wagen müssen hundertprozentig gerade stehen. Die tolle Wasserwaage. Ich hole es. Hier geht es um Millimeterarbeit. Der Grund für die ganze Aufregung. Ist der Wagen von unserem Direktor. Direktor Bernhard Paul gilt als Perfektionist. Ja, ein bisschen höher müssen wir noch. Kurbel, Kurbel. Bei dem Wagen ist wiederum wichtig, dass der Wagen richtig gerade steht, weil man sonst vorne die Veranda nicht einhängen kann. Und wenn da ein bisschen schief ist oder so, dann passen die ganzen Teile nicht rein. Und dann sind wir wieder bei dem Aspekt beim Kochen, dass die Suppe nicht aus dem Teller läuft. Nachdem Philadelphia den Direktionswagen genau ausgerichtet hat, lässt er die riesigen Seitenerker ausfahren. Ein Erker an jeder Seite der beiden Wagen. Indem die Wohnnischen nach außen gleiten, entstehen geräumige und komfortable Innenräume. Bei einem Kontrollgang prüft Patrick Philadelphia persönlich noch einmal das Innere des Wagens und die Position der Erker. Der Wagen des Direktors muss absolut top sein. In seinem mobilen Heim will der Zirkuschef auf nichts verzichten. Das ist der Salonwagen von Bernhard Paul. Im vorderen Bereich ist die Küche und hier ist so eine Art Konferenzraum, wo man dann halt die ganzen Programmabläufe besprechen kann. Ich meine, der Herr Paul hat halt die größten auch angemessen, ist ganz klar. Und ich meine, ist auch eine fünfköpfige Familie. Deswegen braucht man natürlich auch den gewissen das gewisse Platzangebot. Drüben den Wagen Nummer 1, dann hier eben den Wagen Nummer 2.
Dann gibt es noch einen Wagen für die Tochter und so. Ich meine, das ist ganz, ganz, ganz normal. Außen bekommt der Direktionswagen eine große, überdachte Terrasse. Und immer mit dabei die Wasserwaage. Ja, das ist natürlich ein bisschen sensibel alles hier, dass wenn der Wagen nicht hundertprozentig ausgerichtet ist in der Waage und auch dieses Varanderteil nicht ganz gerade ist, dann kriegt man diese Teile alle nicht ganz genau rein. Hatten wir auch schon. Hier natürlich ist es ein bisschen schwierig, weil der ganze Platz sich nach hinten absenkt und wir haben da ganz schön unterbauen müssen. Nur wenn das letzte Teil problemlos passt, haben Philadelphia und seine Männer gut gearbeitet. So, nichts machen jetzt. Moment, irgendwas stimmt nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Moment. Nochmal zurück. Das. Wenn jetzt die Tür ohne Probleme aufgeht, dann sind wir gut. Jetzt fehlen nur noch Treppen und Geländer. Fertig ist das mobile Eigenheim des Direktors. Alles ist bereit für Bernhard Paul und seine Familie. Hilfe, die Artisten kommen. Verwöhnte Künstler beziehen ihre Wohnwagen. Ach, den haben die noch mal geputzt, ne? Ja, klar. Morgen in TAF Spezial. Winterschlaf. Endlich gehen Wohnwagen und Manege wieder auf Reisen. Bei Cheforganisator Patrick Philadelphia laufen alle Fäden zusammen. Von ihm wird es abhängen, ob die Premiere des neuen Programms gelingt. Der Berliner Platz in Essen um 8 Uhr morgens. In der Wagenburg kehrt allmählich Leben ein. Der Zirkus bereitet sein erstes Gastspiel der Saison vor. Die letzten nostalgischen Roncalli-Wagen müssen in die richtige Position gebracht werden. Patrick Philadelphia ist der wichtigste Mann am Platz. Als rechte Hand des Zirkusdirektors ist er für sämtliche Aufbauarbeiten verantwortlich. So wäre okay. Ja, aber dann steht sie genau mittig. Ja, da muss ich vorschieben. Kommt ja noch an. Den kann ich jetzt keinen Meter bewegen mit dem. Deswegen habe ich ja gesagt, rückwärts rein. Da ist nicht klar, ob eine Pferdenummer ins Programm aufgenommen wird. Zirkus und Kali, Philadelphia. Hallo Thomas. Ja, was hat sich jetzt mit den Pferden getan? Ja gut, nur der Punkt ist der, für mich wird es jetzt eng mit dem Stall aufzubauen, ne? Okay, ciao Thomas, tschüss. Ja gut, also für mich ist es das Schwierigste im Moment erstmal, wenn mehrere Pferde kommen, müssen wir natürlich den Stall aufbauen. Wir müssen noch bis zum Wochenende das Futter besorgen. Das bringt jetzt nicht, wenn ich mir jetzt hier eine Ladung Futter, Heu und Stroh und allen drum und dran kommen lasse. Nachher brauche ich es vielleicht gar nicht. Während Philadelphia mit tierischen Problemen ringt, nimmt die Manege immer mehr Gestalt an.
Kunstvoll gearbeitete Logen trennen die Zuschauer von den Artisten. 140 Besucher finden in der ersten Reihe bequem Platz. Beschallt wird der Zirkus über ein ausgeklügeltes 30-teiliges Boxensystem. Jeden Lautsprecher müssen die Tontechniker einzeln justieren. So sorgen sie für ein perfektes Klangerlebnis. Hier unten fängst du mit den kleinen Boxen an, die sind direkt für die Logen, so als Nahbeschallung. Die sind auch sehr leise eingestellt. Und dann haben wir halt die beiden Systeme dann noch für die Mittelränge und für ganz hinten. Bisher waren die Tontechniker in Studios tätig oder mit Musikbands unterwegs. Die Arbeit bei Roncalli hat ihren ganz eigenen Reiz. Also das Ambiente ist schon richtig schön, ja. Also es ist ein anderes Arbeiten, als irgendwelche Konzerte zu machen oder so. Und auch natürlich die ganzen Leute, europaweit, Angestellte hier, das ist schon sehr witzig. Es ist manchmal schon hart, ständig unterwegs zu sein. Also, ne, also gerade wenn man jetzt aus der Winterpause kommt, 2 Monate zu Hause, ist auch sehr schön. Und dann wieder in den Wohnwagen, das ist auch immer erst so eine Woche vergeht, bis man sich wohlfühlt. Essenszeit. Eine wohlverdiente Pause für die hungrige Roncalli-Crew. Küchenchef Dirk sorgt für das leibliche Wohl der Männer. Ja, also Essen ist gut für die Moral, ne? Wenn die ein gutes Essen haben, dann sind sie fröhlich. Das ist wichtig. Wenn wir uns nicht bemühen würden hier, das wird dann aber auch auf die Mitarbeiter dann später zurückkommen. Wenn die Mitarbeiter kein ordentliches Essen haben, dann macht man sich keine Freunde. Und Feinde möchte man unter den handfesten Zirkusleuten nicht haben. Die Roncalli-Mannschaft hat genaue Vorstellungen von guter Küche. Herzhaft muss sie sein. Klar, ist uns ein gutes Essen wichtig. Klar. Also Fleisch muss auf jeden Fall immer dabei sein, ne? Vernünftiges Fleisch. Ja, da muss ich auch Tintopenfüller geben, sonst hättest du einen Sprinthälfchen eine Leistung. Ja. Ne? Also, Knochenarbeit muss man ein bisschen was essen können, ne? Was vernünftig ist, dass man fit bleibt, ne? Die Männer genießen die Erholungspause. Denn Zirkusarbeit ist Schwerstarbeit. Mit oder ohne Pferdenummer, Organisationschef Patrick Philadelphia präpariert sicherheitshalber schon mal die Manege für die empfindlichen Pferdehufe. Weil wenn Pferde oder auch Artisten die Stange nach oben kommen nach einer gewissen Zeit und können die sich umknicken, die Füße oder irgendwie auch immer. Und deswegen alle Steine erstmal raus und dann der Lehm, dass der ganze Manegengrund eben ist. Und da drauf wiederum kommt dann das Sägemehl, was dann auch für die Leute wesentlich attraktiver ist. Und auch der Duft des typischen Zirkus, natürlich, das bringt dann das rüber. Sägemehl, Zirkus, ist immer die Verbindung. Wenn doch keine Pferde ins Programm kommen, war diese Arbeit überflüssig. Doch Philadelphia kennt seinen Zirkusdirektor. Der wirft häufig in der letzten Minute mal Entscheidungen über den Haufen. Und da ist es gut, wenn der Boden schon mal präpariert ist. Das ist eigentlich ein bisschen wenig. Ja gut, es waren ungefähr 8 bis 10 Kubik. Vielleicht hätten wir 12 gebraucht. Aber das kann man natürlich später immer erst feststellen. Wir versuchen jetzt aber, das ein bisschen so auszugleichen mit das, was wir haben jetzt. Beim Zirkus ist ständig Improvisationstalent gefragt. 60 Sack Sägemehl sollen helfen, die Unebenheiten auszugleichen. Und sollten die Pferde tatsächlich kommen, die Manege jedenfalls ist fertig. Nostalgisches Kunsthandwerk neben modernster Tontechnik. Wieder bereitet die märchenhafte Roncalli-Welt der Tontechnik-Crew Probleme. Neben den Holzfiguren ist kaum Platz für die Boxen. Stützt sich auf der Box auf. Nur um Haaresbreite passen die Lautsprecher neben die Figuren. Tontechniker Achim Hausherr ist erleichtert. Also das ist wirklich super Glück. Ne? Wir kannten ja die Madonna vorher nicht. Wir wussten nicht, dass sie drankommt. Wir haben oben 3 mm und an der Seite 1 mm. Perfekt.